Ich habe euch hier so einen kleinen Kasten mitgebracht. Da steht drauf Cameo IDMX Core. Und was das ist und wie man damit Scheinwerfer steuern kann, das schauen wir uns an in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich widme mich heute mal wieder meinem Lieblingsthema und zwar dem DMX, der DMX Lichtsteuerung. Und da habe ich euch heute was mitgebracht, das Cameo IDMX bzw. die Cameo IDMX App. Und das ist quasi die Basisstation, mit der man alles steuern kann. Und in diesem Video schauen wir uns an, wie ich die Verbindung zu den Lampen und zur App herstelle, weil das sehr oft auch mal ein bisschen problematisch ist, wie man das umsetzen kann oder wie das dann auch technisch funktioniert. Und ich aus der Vergangenheit weiß, dass sowas immer ein bisschen schwierig ist, deswegen haben wir jetzt in diesem Video, schauen wir uns in diesem Video genau an, wie man da eine Verbindung herstellt zwischen App und dem IDMX Core und natürlich dem IDMX Core und den Lampen. Schreibt mir doch gerne auch mal schon in die Kommentare, wie steuert ihr aktuell euer Licht? Das würde mich mal interessieren, was ihr da für eine Lösung am Start habt. Und des Weiteren findet ihr alle Informationen zu den ganzen Geräten, die ich euch hier jetzt in diesem Video präsentiere, auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig zu wissen, in diesem Video geht es wie gesagt erstmal nur um die physikalische Verbindung zwischen der App, dem IDMX Core und natürlich den Lampen. Und im zweiten Teil widmen wir uns dann ganz intensiv der App, wo ich euch dann zeigen kann, wie man Szenen einrichtet und wie man natürlich das Ganze dann auch über die App konfiguriert. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Schauen wir uns zunächst erstmal die Hardware vom IDMX-System an. Die besteht aus zwei Komponenten. Zum einen einmal aus dem IDMX Core, das ist quasi sozusagen die Basisstation und da wird alles verwaltet, was irgendwie mit der Konfiguration, mit der Steuerung etc. funktioniert. Das schauen wir uns gleich später auch nochmal im Detail an. Und dann auf der anderen Seite der Empfänger an den Lampen, das ist quasi der IDMX Stick. Der kommt übrigens in so einer richtig schicken Verpackung, wie ich finde. Und wenn man die Verpackung aufmacht, dann ist da so eine Art USB-Stick drin mit einer Antenne, die man draufschrauben kann und die verbindet man dann oder steckt man dann mit USB an den Lampen an. Auch das werden wir uns natürlich gleich später im Detail nochmal anschauen. Schauen wir uns jetzt den Lieferumfang vom IDMX Core an. Zum einen habt ihr natürlich einmal das IDMX Core, was übrigens in einem sehr soliden Aluminiumgehäuse kommt. Die erste Frage, die natürlich sich wahrscheinlich euch stellt, ist, wie lang ist die Akkulaufzeit? Wir haben hier eine Akkulaufzeit von circa 8 Stunden. Die Ladezeit beträgt ungefähr 6 Stunden, bis sie komplett vollgeladen ist. Im Lieferumfang auch noch enthalten ist so eine sehr schicke Tasche, wo man das Ganze dann auch entsprechend reinmachen kann. Ich zeige das einmal hier und das Ganze dann theoretisch an den Gürtel dran klippen kann. Wer weiß, was man da für Anwendungen hat. Auf jeden Fall sehr kompakt und handlich. Dann haben wir einmal natürlich noch ein USB-Ladegerät dabei, weil das Ganze über Micro-USB geladen wird. Und was auch wichtig ist natürlich für Leute, die jetzt sagen, okay, ich möchte nicht WDMX nutzen, sondern ich möchte normal DMX nutzen, dass zwei Kabelpeitschen dabei sind. Und wir haben hier eine Kabelpeitsche sowohl mit 3-Pol als auch mit 5-Pol DMX. Schauen wir uns jetzt das IDMX Core von Cameo mal so ein bisschen im Detail an, damit ihr wisst, welche Status-LEDs sind wofür, was bedeutet was, welche Knöpfe habe ich am Gerät. Das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Dazu stelle ich das Ganze mal ein bisschen hoch, damit ihr was sehen könnt. Hier auf der Oberseite haben wir zum einen erstmal zwei Antennen, die natürlich für die Funkverbindung sowohl zur App als auch für das WDMX zuständig sind. Hier oben auf der rechten Seite ist noch ein Anschluss für die Kabelpeitsche, die ja mitgeliefert ist, wo ihr einmal einen Stecker reinstecken könnt und dann sowohl 3-Pol als auch 5-Pol DMX habt. Und dieses DMX könnt ihr natürlich dann nutzen, um das direkt in die Scheinwerfer zu packen. Wie gesagt, hier sind zwei Kabelpeitschen dabei, einmal für 3-Pol und einmal für 5-Pol. So, wir haben hier auf der Oberseite insgesamt vier Status-LEDs. Diese Status-LEDs zeigen mir unterschiedliche Zustände an und geben mir eine Info, was eigentlich gerade abgeht. Die erste Status-LED ist, ob ein WDMX-Signal anliegt, ob was übertragen wird. Wenn diese dauerhaft leuchtet, wird ein WDMX-Signal übertragen. Wenn diese blinkt, wird gerade eine Kopplung zwischen den Geräten statt oder findet eine Kopplung zwischen den Geräten statt. Und wir haben hier noch einen kleinen Button. Und ich kann mit diesem Button letztendlich umschalten zwischen WDMX und DMX. Wenn ich diesen Button zweimal ganz kurz drücke, dann sehen wir hier, leuchtet die rote LED. Das heißt, da ist jetzt eine DMX-Steuerung möglich. Das heißt, ich kann jetzt alles, was ich hier an den Anschluss angeschlossen habe, darüber steuern. Und wenn ich jetzt wieder zurückklicke, zweimal ganz kurz, dann springt der wieder um. Und dann sehen wir hier, dann haben wir hier unser WDMX-Signal, was übertragen wird und was auch vernünftig funktioniert. Ihr habt ja gerade gesehen, beim Umschalten ist es so, dass man nur
entweder DMX oder WDMX nutzen kann. Also das ist ganz wichtig zu wissen. Ich zeige euch aber später noch einen Trick, wie ihr das Ganze so ein bisschen auch nutzen könnt, wie ihr auch beides entsprechend einsetzen könnt. Dann haben wir als nächstes eine blaue LED, die blinkt hier gerade blau. Das heißt, das ist die WLAN-Verbindung bzw. die WLAN-Connection zur App. Und wenn diese blau blinkt, heißt das, dass gerade keine IDMX-App angeschlossen ist, die dann letztendlich da irgendeine Datenverbindung hat. Wenn die dauerhaft leuchtet, ist alles gut, dann ist alles connected, dann habt ihr quasi eine Verbindung zur App. Dieser andere Button hier ist einfach nur der An- und Ausschalter. Wenn ihr da lange drauf drückt, könnt ihr das Ganze quasi ausschalten. Wenn ihr zum Beispiel auch so das Problem habt, dass ihr sagt, ach Mist, wie war denn jetzt nochmal das WLAN-Passwort, habe ich irgendwie vergessen, dann könnt ihr einfach ein Factory Reset machen, indem ihr beide Tasten einfach für eine gewisse Zeit drückt und die dann letztendlich irgendwann das ganze Gerät resettet. Dann haben wir hier die vierte Status-LED und diese hier zeigt an, wie der aktuelle Akkustand des IDMX Core ist. Die haben wir auch unterschiedliche Farben. Aktuell sehen wir hier, ist so ein bisschen orange, das heißt, der Batteriestand liegt bei ungefähr 50%. Den genauen Batteriestand könnt ihr aber auch jederzeit in der IDMX-App nachschauen. Sollte diese LED rot sein, dann habt ihr nur noch 20%, dann solltet ihr ganz dringend laden und wenn sie grün ist, dann ist sie über 80%. Wir können das Ganze natürlich auch laden. Dazu schließe ich einfach hier diesen Micro-USB-Stecker einfach mit an. Ich hätte natürlich es cool gefunden, wenn man hier vielleicht auch nochmal eine USB-C hatte, um dann einfach auch zukunftssicher zu sein. Und jetzt sehen wir hier, jetzt blinkt das Ganze hier grün, beziehungsweise das zeigt jetzt an, okay, hier wird jetzt gerade das IDMX geladen. Wenn ihr das laden wollt und gleichzeitig in Betrieb nehmen wollt, die kurze Info, die ich beim Testen gemacht habe, ihr müsst schauen, dass ihr erst das Gerät einschaltet und dann den Strom reinmacht, weil es da bei mir beim Installieren oder beim Hochfahren mit Strom hier und da nicht hundertprozentig funktioniert hat. Deswegen würde ich immer empfehlen, das einfach so komplett hochzufahren und dann Stecker reinstecken und dann passt das. Wenn ihr jetzt nicht verstanden habt, was das alles für Status-LEDs sind, übrigens hier auf der Rückseite zum Spicken steht auch nochmal alles ganz genau drauf, was die einzelnen Stati bedeuten. Das hat mir am Anfang auch sehr viel geholfen und ich glaube auch, wenn ihr auf Veranstaltungen seid und sagt, ah, was waren das nochmal, könnt ihr das hier ganz schnell nochmal nachschauen. Jetzt schauen wir uns an, wie stelle ich eine Verbindung mit meinem Handy oder mit der IDMX-App und dem IDMX Core her. Dazu sehen wir hier einmal, habe ich gerade das IDMX Core einmal resettet, dass ich euch das vernünftig zeigen kann. Wir sehen jetzt hier, das blinkt fleißig und was muss ich als erstes machen? Natürlich mich mit dem WLAN vom IDMX Core verbinden. Dazu gehe ich in die Einstellungen und wähle hier meine WLAN-Einstellung aus und wähle dann hier das IDMX Core aus. Das ist natürlich im Factory-Modus erstmal natürlich ohne Passwort, weil woher sollte man das dann auch wissen? Und verbinde mich damit erstmal, dann sehen wir hier schon, dass eine Verbindung besteht. Wir haben hier die LED, die blaue LED, die leuchtet und im nächsten Step lade ich mir, wie gesagt, aus dem App Store die Cameo IDMX V2 App runter. Die habe ich jetzt auch schon mal runtergeladen und dann klicke ich da einmal drauf und dann öffnet sich diese und dann habt ihr quasi so die IDMX App und könnt hier unten dann in diesem unteren rechten Bereich seht ihr dann die Einstellungen für Projekte etc. Aber wie gesagt, da werden wir im zweiten Video nochmal ganz genau im Detail drauf eingehen. Ich will euch nur erstmal hier die WLAN-Settings zeigen und wenn ich hier auf Device gehe, dann sehen wir hier schon, okay, dann ist die App verbunden. Was ich jetzt euch auf jeden Fall empfehlen würde, auch damit kein anderer irgendwie damit Schindluder treibt, hier einmal kurz ein Passwort zu definieren. Dazu klicke ich einmal hier rein und gebe natürlich dann hier eine Zahl oder eine Zahlenkombination ein, mindestens 10 Zeichen. Deswegen mache ich jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 1 und klicke hier einmal auf OK und sage dann hier auf den Haken so, alles klar, jetzt wird das einmal resettet, dann rebootet das Device einmal, also dann wird der IDMX Core einmal neu gestartet und dann, wenn ich mir nochmal kurz die IDMX App oder die Wi-Fi-Einstellung anschaue, dann sehen wir gleich hier, kommt das IDMX und dann muss ich hier einmal draufklicken und natürlich das Passwort, das wir gerade definiert haben, einmal eingeben, also ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 1, ne, einmal zu viel. Und klicke hier auf Verbinden und dann habe ich hier quasi die Verbindung wieder hergestellt und kann dann wieder zurückspringen in die App und sehe dann hier, dass das noch nicht verbunden ist. Das dauert immer ein, zwei Sekunden, aber hier sehen wir schon, wurde das Ganze verbunden und im Homescreen habt ihr unten rechts auch immer die Möglichkeit, euch diese Informationen anzuzeigen, auch wie das connected ist und natürlich, was ich vorhin auch sagte, den Batteriestand, der wird euch auch hier in der Übersicht angezeigt. Nachdem ihr jetzt wisst, wie ihr die IDMX-App mit dem IDMX-Core verbindet, müssen wir natürlich jetzt noch eine zweite Verbindung herstellen zwischen dem IDMX-Core
und dem IDMX Stick. Ich habe hier mal exemplarisch einen mitgebracht oder rausgezogen. So sieht der aus und wir haben hier oben einen kleinen Anschluss für die Antenne. Die muss man einmal da reinschrauben, damit das Ganze natürlich auch funktioniert und der funken kann. Und dann steckt ihr diesen einfach auf der Rückseite von dem Scheinwerfer in den IDMX USB Slot. Ich habe das jetzt hier auch schon mal für euch gemacht. Und was sehen wir hier? Wir haben hier zwei Status-LEDs. Wir haben hier eine auf der linken Seite eine Status-LED und auf der rechten Seite, die gleichzeitig auch ein Knopf ist. Das heißt, wenn wir jetzt die Scheinwerfer in Koppelbereitschaft setzen wollen, müssen wir hier diese Taste 3 Sekunden lang drücken. In diesem Fall ist es jetzt schon so, dass dieser Scheinwerfer oder dieser IDMX Stick in Koppelbereitschaft ist. Das müsst ihr bei allen Scheinwerfern machen, die ihr letztendlich koppeln wollt. Und dann drückt ihr auf der anderen Seite bei dem IDMX Core einfach diese Taste hier für 3 Sekunden. Und dann passiert Folgendes, dass das quasi blinkt und dann sehen wir hier auf der anderen Seite auch schon, okay, er hat eine Verbindung hergestellt und wenn beide LEDs am IDMX Stick grün sind, dann ist erfolgreich eine Verbindung hergestellt. Das Coole ist, er sucht natürlich alle Geräte, die in der Umgebung sind. Das heißt, die anderen 4 Scheinwerfer, die jetzt noch nicht gekoppelt waren, sind jetzt auch automatisch hinzugefügt. Das heißt, ich muss diesen Vorgang eigentlich nur bei einem Scheinwerfer machen und habe dann letztendlich mein gesamtes Setup direkt verbunden. Ihr habt jetzt gerade schon 2 Stati von dem IDMX Stick gesehen. Wir haben ja einmal hier den Reset-Knopf, der einen Status annehmen kann. Der kann nur an und aus, sage ich mal so. Und hier links haben wir die Status-LED, die unterschiedliche Farben annehmen kann. Wenn die einmal blinkt pro Sekunde, dann ist sie koppelbereit. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Wenn sie grün dauerhaft leuchtet, ist eine gute Signalstärke vorhanden und ebenfalls gekoppelt. Bei Gelb ist quasi eine ausreichende Signalstärke vorhanden und bei Rot schwaches Signal, also klassisches Ampelprinzip. Wenn die eine Sekunde pro Sekunde einmal blinkt, dann ist sie entweder gekoppelt und ein schwaches Signal, also das schwache Signal zum IDMX, oder dass der IDMX ausgeschaltet ist, also der IDMX Core. Und damit ihr wisst, was diese ganzen Status-LEDs alle bedeuten, wie gesagt, haben wir euch auch nochmal die Tabelle unten eingeblendet, damit ihr sehen könnt, was ihr da für Möglichkeiten habt, wenn ihr irgendwie da, wenn es da Probleme geben sollte oder irgendwas nicht korrekt funktioniert. Jetzt fragt ihr euch sicher, welche Cameo-Scheinwerfer kann ich mit der IDMX App steuern? Zum einen könnt ihr natürlich hier, wie ihr schon hier seht, die Rootpaar-Serie steuern. Das heißt Rootpaar 4, Rootpaar 6 und auch Rootpaar Battery, die wir auch schon mal vorgestellt haben. Und darüber hinaus die Zenit-Serie. Das heißt der Zenit B60, Zenit W600 und auch die Drop-Serie. Das sind diese kleinen Akkuscheinwerfer, die wir übrigens auch schon mal getestet haben. Falls ihr die mal euch anschauen wollt, Link dazu haben wir euch oben rechts im Eck verlinkt. Dann könnt ihr euch die gerne auch mal anschauen. Wenn ihr darüber hinaus weitere WDMX-Scheinwerfer ansteuern wollt, die nicht von Cameo sind, könnt ihr das natürlich auch tun. Es gibt in der IDMX-App auch die Möglichkeit, Generic auszuwählen. Das heißt, wenn ihr einen WDMX-Scheinwerfer habt, der klassisch RGB oder auch RGBW hat, könnt ihr den natürlich auch über die App entsprechend steuern. Zusätzlich könnt ihr aber auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Scheinwerfer habt, der kein WDMX hat, wie zum Beispiel hier, ich habe da mal was vorbereitet, so einen kleinen Pinspot, der hat ja ganz klassisch auch RGB, aber natürlich kein WDMX. So, wie verkabel ich denn jetzt quasi diesen Pinspot mit in die WDMX-Kette? Wir haben uns ja vorhin schon im IDMX Core angeschaut, dass ich entweder WDMX oder DMX wählen kann. Und da zeige ich euch einfach einen ganz einfachen Trick. Ihr könnt natürlich einen von dem Rootpaar nehmen, egal welchen, verbindet dann einfach den Scheinwerfer hier, den Pinspot, mit einem ganz normalen DMX-Kabel und geht dann einfach in den Scheinwerfer, in der Rootpaar eurer Wahl quasi in den DMX-Out rein und könnt den dann entsprechend verbinden. Man muss natürlich dann auch noch hier das Kabel anschließen, dass der auch Strom hat. Und dann kann ich den ganz normal mit in die Kette aufnehmen und dann habe ich ihn gepatcht und kann ihn ganz normal steuern, so wie einen normalen WDMX-Scheinwerfer auch. Mit der IDMX-App könnt ihr grundsätzlich statisches Licht steuern, das heißt diese ganz klassischen Parkern fürs Uplighting etc. Moving Heads oder bewegtes Licht oder Special-Effekte wie so Derbys gehen damit leider nicht. Ist aber auch nicht schlimm, weil für diesen Einsatzzweck die App auch gar nicht ausgelegt ist. Kommen wir jetzt abschließend zu meinem Fazit bzw. erstmal die Frage, für wen ist denn eigentlich diese IDMX-App gut geeignet? Grundsätzlich ist es so, dass die IDMX-App für eigentlich alle mobilen DJs geeignet ist, die schnell und einfach eine Plug-and-Play-Lösung haben wollen, wo sie wirklich sehr mobil unterwegs sind, gerade natürlich mit dem IDMX Core, was ja akkubetrieben ist und auch eine sehr gute Akkulaufzeit hat. Da ist man wirklich sehr gut aufgestellt, da kann man das wirklich sehr gut nutzen und es gibt ja vielleicht viele von euch, die sagen, ja, ich habe jetzt aber auch keine Lust, irgendwie stundenlang vor der Veranstaltung im Keller zu sitzen und zu programmieren und das Licht einzustellen. Also das geht mit der IDMX-App wirklich sehr schnell.
Kommen wir jetzt zu den Vor- und Nachteilen der iDMX-App. Als erstes würde ich mit den Nachteilen starten und dann zu den super Vorteilen kommen. Was mir aufgefallen ist bei Nutzung des iDMX Core, dass man zwischen DMX und WDMX auswählen muss. Also da hätte ich mir gewünscht, wenn man auch beides gleichzeitig nutzen kann. Aber ich habe euch ja vorhin den Trick gezeigt. Das heißt, ihr könnt in jedem WLAN-Empfänger, also auch in jedem Scheinwerfer, einfach mit normalen DMX weitergehen und da auch eure klassischen Scheinwerfer anschließen. Dann die Verbindung mit WLAN. Da ist es auch so, dass das Ganze natürlich zwischen der Handy-App und dem iDMX Core über 2,4 GHz läuft. Und da ist auch wichtig zu wissen, dass da natürlich viele andere WLAN-Netzwerke funken. Also wenn man wirklich eine Location hat, wo viele andere WLANs sind, da muss man vielleicht gucken, dass es da eventuell zu Verbindungsproblemen kommt. Grundsätzlich ist es so, dass das iDMX Core auf Kanal 2 und 11 funkt. Da hätte ich mir auch noch gewünscht, wenn man das Ganze ein bisschen breiter aufgezogen hätte, weil was ist, wenn halt beide Kanäle zu sind, dann hat man da doch schon wahrscheinlich ein bisschen Verbindungsprobleme. Bei uns war es so, da hat es immer perfekt funktioniert, da war auch überhaupt keine Probleme. Wichtig ist da zu wissen, dass ihr auf jeden Fall euch ein WLAN-Passwort definieren solltet auf dem iCore DMX, weil dann hat es bei uns auch deutlich besser funktioniert als ohne Passwort. Die Vorteile des iDMX-Systems sind auch die, dass man wirklich sehr schnell Sachen an den Start bekommt und sehr schnell in der App sich zurechtfindet. Es gibt nicht viele Einstellmöglichkeiten, aber dafür hat man sehr schnell die Möglichkeit, schöne Szenen zu bauen. Durch die integrierten Effekte kann man wirklich innerhalb von 10 Minuten was Solides aus Parkettzimmern, sage ich mal so, oder auch fürs Uplighting nutzen und auch die ganzen Verbindungssachen. Mit dem iStick kann ich wirklich sehr schnell das ganze System an den Start bringen. Ich drücke einmal drauf und dann sind die sofort alle gekoppelt und das funktioniert instant out of the box. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und auch die App-Führung ist wirklich sehr gut. Aber wie gesagt, da werden wir ja im weiteren Video nochmal detaillierter drauf eingehen. Aber so die Hardware-Ausstattung und auch das, was mitgeliefert ist im Lieferumfang, finde ich wirklich sehr solide und auch das iDMX Core macht einen sehr soliden Eindruck und auch die Akkulaufzeit ist durchaus sehr in Ordnung. Die iDMX Lichtsteuerungslösung ist wirklich eine solide Plug-and-Play-Variante, die für den mobilen DJ sehr gut geeignet ist, wenn du einfaches Uplighting machen möchtest. Natürlich ist das jetzt für große Bühnen eher nicht so geeignet, aber das ist auch nicht der Zweck von dieser App. Und man kann das Ganze auch im Partykeller nutzen oder wenn man wirklich einfaches Uplighting bauen möchte, dann ist die iDMX-App wirklich ein sehr solides System. Für welchen Anwendungsfall würdet ihr die iDMX-App nutzen? Schreibt das gerne in die Kommentare und auch gerne reinschreiben, wenn ihr die iDMX-App schon habt und wie eure Erfahrungen damit sind. Im zweiten Video von dieser Videoserie schauen wir uns an, wie man natürlich die iDMX-App nutzt. Also wir werden wirklich einen Deep Dive in die App machen. Ich zeige euch alle Funktionen. Wie erstelle ich Geräte? Wie erstelle ich Szenen? Wie steuere ich die ganzen Scheinwerfer damit? Also das erfahrt ihr im zweiten Video. Könnt ihr einfach gleich klicken und zum zweiten Video springen. Des Weiteren würde ich mich mega freuen, wenn ihr unseren Stage223 Newsletter abonnieren würdet. Da bekommt ihr von uns einmal im Monat die aktuellen News rund aus der Veranstaltungstechnik. Also gerne auch abonnieren. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung, wie auch alles andere. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen hoch bewertet, wenn das euch gefallen hat natürlich. Und auch gerne den Kanal abonniert und die Glocke läutet, damit ihr zukünftig benachrichtigt werdet, sobald wir ein neues Video hochladen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal. So, wie steuere ich das jetzt hier? Was kann ich noch ein bisschen bauen? Hey. Du bist ja immer noch da. Du, wie gesagt, was ich gerade sagte, zweites Video hier. Ne? Weiterklicken, da, hier oder da oder hier oben irgendwo. Da ist das zweite Video, wie du hier diese iDMX-App, wie du da alles mit steuern kannst. Also gerne da reinklicken.